Meine Mandanten fragen mich öfters, wie läuft überhaupt ein Scheidungsverfahren ab? Muss man irgendwelche Papiere unterschreiben? Das sage ich euch im folgenden Video. Mein Name ist Dr. Corinna Seiter, ich bin Fachanwältin für Familienrecht und möchte euch in meinem heutigen Video etwas über den Ablauf einer Scheidung erzählen. Und zwar fragen mich viele, muss ich irgendwelche Scheidungspapiere unterschreiben? Das gibt es nur in Amerika. Das haben sich irgendwelche Regisseure ausgedacht in Filmen und die verbreiten das in Deutschland dann auch irgendwie komischerweise. Aber es gibt keine Scheidungspapiere, die unterschrieben werden müssen. Es ist so, dass Voraussetzung für die Einreichung einer Scheidung ist das Trennungsjahr. Das muss abgelaufen sein, das heißt also, man muss ein Jahr von Tisch und Bett getrennt gelebt haben. Dann kann man das über einen Anwalt, die Scheidung einreichen. Es besteht für eine Partei Anwaltszwang, das heißt also, nur ein Anwalt kann den Scheidungsantrag stellen. Dann wird dieser Scheidungsantrag formuliert, wird an das Gericht verschickt. Das Gericht bearbeitet diesen dann. Und dann erhält man eine Rechnung des Gerichts. Erst wenn diese Rechnung vollständig bezahlt worden ist, wird die Scheidung der Gegenseite zugestellt. Das heißt also, bereits mit Einreichung der Scheidung beim Gericht erhält die Gegenseite noch gar keine Kenntnis, sondern erst wenn die Gerichtskosten gezahlt worden sind, erhält dann der Noch-Ehemann oder die Noch-Ehefrau die Scheidung zugestellt und hat dann Zeit, sich auf diese Scheidung zu erklären. Das heißt also, man kann Einwendungen erheben, wie zum Beispiel das Trennungsjahr ist noch nicht abgelaufen oder keine Ahnung. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man die Scheidung nicht möchte oder man hätte sich wieder versöhnt oder ähnliches. Also da gibt es ganz viele Gründe, die kann dann die Gegenseite erheben, muss diese allerdings auch nachweisen. Also nur behaupten, naja, man hat sich versöhnt, reicht da nicht aus. So, dann hat die Gegenseite Zeit, Stellung zu nehmen und das Gericht arbeitet im Hintergrund. Wenn man die Bögen des Versorgungsausgleichs schon eingereicht hat, dann schickt das Gericht selbstständig diese an die verschiedenen Versicherer, Rentenversicherung, private Versicherung, Zusatzversicherung. Wenn man die noch nicht eingereicht hat, wird man vom Gericht aufgefordert, diese noch einzureichen. Das Gericht macht dann erst einen Termin, wenn alle Auskünfte vorliegen. Das kann leider sehr, sehr lange dauern. Die Rentenversicherer brauchen teilweise 3 bis 6 Monate, um die Auskünfte zu erteilen. Vorher gibt es keinen Termin. Wenn dann alles vorliegt, dann macht das Gericht in der Regel einen Entwurf zum Versorgungsausgleich, beraumt einen Termin an. In dem Termin muss nochmal wiederholt werden, wann man getrennt von Tisch und Bett gelebt hat. Und dann wird die Scheidung ausgesprochen. Wenn der andere Ehepartner einen Anwalt dabei hat, dann kann man auf Rechtsmittel verzichten und ist noch im Termin geschieden. Wenn allerdings nur ein Anwalt vor Ort ist, dann kann man nicht auf Rechtsmittel verzichten und die Scheidung ist erst einen Monat nach dem Gerichtstermin dann rechtskräftig. Wichtig ist, und das höre ich immer wieder, dass zwei Leute bei mir anrufen und einen gemeinsamen Termin haben wollen und sagen, ja, wir möchten einen gemeinsamen Anwalt. Das gibt es in Deutschland nicht. Ein Anwalt vertritt immer eine Partei, die andere Partei kann sich zwar anschließen, hat aber keinen Rechtsbeistand. Daher rate ich da ganz dringend von ab, zusammen mit seinem Ehepartner zu einem Anwalt zu gehen und zu sagen, wir wollen doch einen gemeinsamen Anwalt, denn es gibt immer viele Ansprüche, die man hat und die sollte man sich vorher einmal prüfen lassen und daher sollte eigentlich jede Partei einen Anwalt haben und das dann auch die eigenen Rechte durchsetzen. Falls ihr Fragen habt, wendet euch gerne an mich. Ich berate euch gerne und bis zum nächsten Video. Tschüss!